Hallo meine Lieben, es ist wieder Geländereiten Spezial, heute der zweite Teil. Und heute beschäftigen wir uns mit den Voraussetzungen. Was muss das Pferd können und welche Eigenschaften sollte das Pferd haben? Und zum anderen, was sollte der Reiter können? Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Wie eingangs schon gesagt, beschäftigen wir uns heute mit den Voraussetzungen zum Geländereiten. Jetzt werdet ihr sagen, naja, was gibt es denn da für Voraussetzungen? Ich gehe einfach in den Wald und hoppadaji und irgendwie geht das schon immer gut. Naja gut, ich habe ja gesagt, in dieser Reihe Geländereiten beschäftige ich mich mal primär mit den Inhalten des Pferdeführerscheins Reiten. Das heißt, wie benehme ich mich im Wald und auf Feld und Flur? Und auf der anderen Seite, welche Anforderungen muss ich erfüllen, um diesen Pferdeführerschein Reiten auch bestehen zu können? Und da gehe ich heute mal etwas drauf ein. So, es gibt die reiterlichen Voraussetzungen, die schauen wir uns jetzt gleich einmal im Video an. Als Reiter solltet ihr erstmal alleine auf- und absteigen können und das wenn möglich auch ohne Hilfsmittel. Und da fängt das Theater schon an, weil ihr habt keinen, der euch hochwirft, keinen, der gegenhält und auch keinen, der eventuell ein Höckerchen bereithält im Wald. Dann kommt noch dazu, ihr solltet in der Lage sein, nachzugurten selbstständig, das Pferd in Schritt, Trab und Galopp reiten können, sowie im Trab und im Galopp auch noch den leichten Sitz beherrschen. Dann kommt noch mit dazu, ihr solltet anhalten können, auch längere Zeit an einer Straße zum Beispiel und auch das Pferd gegebenenfalls rückwärts richten, wenn ihr weiter mal ein Stückchen zurückgehen müsst. Zudem solltet ihr einen so guten Sitz haben, um auch mal Faxen vom Pferd gut ausgleichen zu können. Zudem gibt es halt die Anforderung, dass ihr euch in Erster Hilfe auskennt. Da muss ich sagen, bin ich jetzt die falsche Ansprechpartnerin. Da ich weder Sanitäter noch Arzt bin, muss ich an der Stelle sagen, es gibt tolle Hilfsorganisationen, die kann man anrufen, die kommen auch in euren Reitstall, die kommen auch in euren Verein und machen da auch gerne eine Fortbildung und stellen euch ein entsprechendes Zertifikat aus. Das, muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich eine tolle Aktion, wenn man das zumindest einmal jährlich durchexerzieren würde, dass ich dann damit auch alle Leute im Stall auf der Seite habe, dass sie vernünftig Erste Hilfe leisten können. Weil was passiert uns Reitern? Wir haben primär Verletzungen im oberen Teil, das heißt Kopf, Hals, Schulter, Arme, Brustkorb. Das sind die primären Verletzungen, die ein Reiter erleidet. Wenn man Pech hat, vielleicht auch noch einen Beckenbruch, wenn man runterfällt. Ja, und da es gerade im Bereich der Kopfverletzungen so eine ganze Menge zu beachten gibt, wie nehme ich zum Beispiel einen Helm ab, wie werden die Personen gelagert und so weiter, wo hole ich wie Hilfe, ist es so, dass dieses besser von einer Hilfsorganisation eben halt durchgeführt wird als Lehrgang und ihr da auch sorgfältig geschult werdet, halte ich für sehr sinnvoll, denn der ein oder andere fällt ja auch unterjährig außerhalb des Geländes schon mal runter und dann ist das eigentlich ganz gut, wenn man nicht in Panik verfällt, sondern eine Idee dazu hat, was man denn so machen kann. Aber das nur am Rande. So, dann ist natürlich dieses ganz große Thema der Handzeichen im Gelände. Diese solltet ihr kennen und auch können. Man übt die am besten einmal trocken, so wie ich euch die jetzt gleich zeige. Und es ist auch, wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid, mal ganz wichtig, dass jeder einmal einhändig reitet, so dass die rechte Hand tatsächlich frei ist für diese Übung, dass man die auch einmal auf dem Pferd macht. Warum? Erstens kann das sein,
dass hinten die Leute die Handzeichen gar nicht sehen, dass man sich etwas mehr strecken muss. Zum anderen kann es auch sein, dass ich ein Problem habe, mein Pferd einhändig zu führen, was ich ja in dem Moment als Tetenreiter können muss. Ja, wobei wir wieder beim Anforderungsprofil Pferd und Reiter sind. Hier nun einmal die Zeichen, die ihr können solltet. Das hier heißt Arm von oben nach unten, heißt Abteilung Marsch. Nochmal von vorne, Abteilung Marsch. Das heißt, wir reiten im Schritt los. Dieses, als wenn ich an der Hupe ziehe, eines Schiffs oder einer Lok, bedeutet, jetzt traben wir an. Dann diese geschwungenen Kreise über den Kopf in Fahrtrichtung, heißt, wir galoppieren jetzt. So, jetzt müssen wir das Ganze ja natürlich auch noch mal so ein bisschen bremsen. Das heißt, der Arm geht nach oben, das heißt immer Achtung. Und wenn der jetzt langsam zur Seite runter geht, heißt das, wir parieren langsam durch. So, die Zeichen sollten von vorn nach hinten sichtbar sein und ihr solltet auch miteinander reden. Das hier heißt immer nur, Achtung, ist gleich passiert. Zu den Kenntnissen des Reitens in der Bahn, inklusive der Handzeichen, dem Tetenwechsel, dem leichten Sitz in Trab als auch Galopp, gehört es auch dazu, die Handzeichen einhändig jeweils mit Tetenwechsel einmal durchzuexerzieren, um zu prüfen, ob ihr tatsächlich geländefähig seid. So, jetzt das Thema Giftpflanzen. Ich zeige euch jetzt einige. Die Aufzählung ist nicht vollständig. Ich werde die gängigsten in Deutschland vorkommenden Giftpflanzen einmal unten in die Beschreibung des Videos mit reinpacken. Habe aber wirklich auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Punkt 1. Punkt 2 gebe ich mal zu bedenken, ihr geht ja ausreiten. Ihr geht ja nicht auswärts fressen. Das heißt, ihr solltet eurem Pferd rechtzeitig klar machen, dass es die Landschaft mit euch genießen kann, aber dass es nicht rechts und links hier im Busch anfressen muss, euch auch nicht die Zügel aus der Hand ziehen sollte, um an noch schmackhafteres Gras dran zu kommen. Das könnte unter Umständen auch für eure Nachreiter oder diejenigen, die mit euch unterwegs sind, äußerst nervig sein. Hier ein paar. Das ist einmal der Fingerhut, findet man zurzeit häufig. Efeu ist giftig, als auch der Kirschlorbeer, der Adlerfarn. Dann kommt eine Thuja-Hecke, genauso zudem sehr, sehr giftig ist. Eibe, habe ich jetzt kein Foto zu. Dann kommt das Jakobskreuzkraut, was sich gerne auf Wiesen und Äckerrändern breit macht. Und ansonsten warne ich immer davor, sowieso überall fressen zu lassen. Dann noch etwas, was ich meinem Pferd vor dem ersten Ausritt dringend abgewöhnen würde, wäre dieses, ich bleibe stehen, wenn ich äppeln muss. Warum? Gerade im Gelände wäre das doch viel schöner, wenn es irgendwo den Weg markiert und nicht die ganze Straße vollkackt. Ja, ist richtig. Aber jetzt überlegt euch mal, ihr überquert eine Landstraße, auf der 100 Stundenkilometer gefahren werden darf und eurem Pferd fällt genau in der Mitte der Straße ein, dass es jetzt hier und dort kacken muss und ganz dringend stehen bleiben muss. Euren Puls hätte ich gern gesehen, wenn ihr dann im gleichen Moment einen LKW auf euch zuknallen seht. Ja, also das solltet ihr, bis ihr das erste Mal ausreitet, wirklich jedem Pferd abgewöhnen. Geschützte Pflanzen. Geschützte Pflanzen haben wir hier in der Region, irgendein kleines Moos, das ist mir noch nie untergekommen, wenn ich ehrlich bin. Im Bereich des Gebirges, klar, haben wir sowas wie Enzian und ähnliche Sachen, die schützenswerte Pflanzen sind. Die werden für die Prüfung meistens auch immer noch abgefragt. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, der Respekt der Natur gegenüber bedeutet es aber auch, dass ich nichts abrupfe, nichts ausbuddele oder sonst irgendwas mache, weil auch mein Nachreiter, der Fußgänger, der Radfahrer und der Landwirt würden sich gerne auch an diesen Pflanzen erfreuen. Und ich finde, es hat was mit Benehmen zu tun, nichts abzureißen oder als Blümchen zu pflücken und mit nach Hause zu nehmen, sondern ich finde, in der Natur stehen die Pflanzen ganz großartig und können dort auch prima gedeihen.
Und das sollen sie auch tun, wenn ich da vorbeigeritten bin. Welche Voraussetzungen sollte denn jetzt das Pferd erfüllen, welches ich gut im Gelände reiten kann? Es sollte erstmal rittig sein, das heißt, es sollte sich in Schritt, Trab und Galopp gut beherrschen lassen, ohne dabei in Hektik zu verfallen oder konsequent andere Vorstellungen vom Ausreiten zu haben als der Reiter an sich. Die unerfahrenen Pferde würde ich immer von einem erfahrenen Reiter reiten lassen und die alten Hasen im Gelände bzw. die alten Pferde im Gelände würde ich eher den noch jungen, unerfahrenen Reitern geben. Denn es muss auch schon mal ein Stück an der Straße lang gehen, es muss auch schon mal an der Straße etwas länger stehen bleiben und ein Pferd, was das noch nicht so perfekt beherrscht, kann dann zur Verunsicherung des Reiters führen und das verdirbt so ein bisschen den Spaß dabei. Das nächste große Thema, was immer kommt im Rahmen früher auch immer des Reitpasses, beziehungsweise ich habe noch einen Reiterpass gemacht, das ist der Vorläufer des Führerscheins Reiten, fand ich eigentlich ein bisschen ausdrucksstärker, weil man dann ungefähr weiß, worum es geht, dass es ein Führerschein fürs Geländereiten ist. Hätte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen anderen Titel gewählt, sondern ihn Pferdeführerschein Geländereiten genannt, dann wäre das eigentlich deutlicher, was damit dann an Befugnissen hinterher verknüpft sind. Aber das nur am Rande. Da gab es auf alle Fälle beim Reiterpass immer noch die Frage der Jagdzeiten und der Schonzeiten. Das heißt, im Frühjahr, wenn die Vögel anfangen zu brüten, die Hasen ihre Jungen bekommen und diese tagsüber irgendwo in Feldesnähe ablegen oder die Rehe ihre Kitze irgendwo ablegen, finde ich da schon ganz sinnvoll zu wissen, dass man in den Frühjahrszeiten durchaus mal Wildtieren am Rande begegnen kann, die dort eben halt ihre Jungtiere ablegen. Diese Jungtiere fassen wir natürlich nicht an. Wir werden sie auch nicht streicheln oder sonst irgendwas, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Mütter diese Tiere nicht mehr annehmen. Sie haben die dort aus bestimmten Gründen abgelegt. Das heißt, zu Zeiten der Schonzeit, das bezieht sich primär aufs Frühjahr, wenn wir wie heute so Zeiten haben oder dieses Jahr vielmehr, wo das Frühjahr sehr spät anfängt oder der Sommer sehr spät anfängt, so ist auch im Prinzip die Brumpfzeit, schräger die Wurfzeit unter Umständen etwas nach hinten verschoben. Und das bedeutet auch, dass ich vielleicht in späteren Monaten noch mit Jungtieren am Wegesrand zu rechnen habe. Denkt immer, mit dem Pferd kommt ihr Wildtieren um Wesentliches näher als zu Fuß, insbesondere wenn ihr gegen den Wind reitet, so ist die Witterung von Menschen kaum wahrnehmbar und wenn, dann wittern die Wildtiere eher den Pferdegeruch und ein Pferd ist in deren Leben relativ als harmlos angesehen, so dass ihr Wildtieren relativ nahe kommen könnt. Seht euch also da so ein bisschen vor, weil es ist natürlich etwas schwierig. Ich sag mal, ein Reh ist noch ganz drollig, ein Hase ist noch ganz drollig. Wenn ihr aber auf einmal in der Rotte von Wildschweinen steht, ist es vorbei mit drollig. Weil wenn ihr da einem Frischling zu nahe kommt, wer dem, wer so einer Sau irgendwie an die Kleinen geht, die sind relativ wehrhaft. Das Gleiche gilt im Übrigen für Dachse und ähnliche Sachen. Die lassen sich auch sehr ungerne nur stören. Ja, also habt das so ein bisschen im Hinterkopf, dass wenn ihr unterwegs seid, gerade in den Morgenstunden oder abends in der Dämmerung, dass ihr durchaus auch Wildtiere aufscheuchen könnt. Die andere Zeit ist natürlich die Brumpfzeit. Das sind die Zeiten, wo Männchen und Weibchen sich suchen und dann auch finden. In der Zeit kann das schon mal sein, dass so ein bisschen mehr Wildtier unterwegs ist und euch mal ein Rudel Rehe den Weg kreuzt. Da solltet ihr auch so ein bisschen drauf gefasst sein, weil so ein Pferd findet das großartig, wenn irgendwas vor ihm in den Wald reinhopst oder aus dem Wald raushopst. Das kann schon mal zum Mithopsen animieren. Ja, also da so ein bisschen auch Augenmerk drauf haben, dass ihr da nicht zu sehr entspannt im Wald, sondern dass ihr da auch so ein bisschen im Hinterkopf was habt.
Das andere ist die Herbstzeit. Herbst-Winterzeit ist traditionell auch Jagdzeit. Und bei den Jagden ist es so, die werden vorher angekündigt. Das heißt, solltet ihr euch in einem unbekannten Terrain bewegen oder unterwegs sein oder plant dieses dort unterwegs zu sein, fragt mal nach, ob Jagden angesetzt wurden und wenn ja, wann und wo. Weil es gibt nichts Unangenehmeres, als gemütlich durch Wälder und Felder zu stapfen und ihr seid auf einmal mitten in einer Treibjagd. Das wird dann für den Reiter an sich und fürs Pferd insbesondere durchaus spannend, weil wenn ihr nämlich keine schussfesten Pferde habt, und gerade bei Treibjagden wird richtig Bambule im Wald gemacht, um eben halt das eine oder andere Wild aufzuscheuchen. Glaubt mal, eure Pferde lassen sich mit aufscheuchen. Also erkundigt euch da vorher. Da habt ihr dann eher von, ich sag mal, Spätherbst bis Winter mitzurechnen, weil das dann die Hauptjagdsaison. Ja, wo überhaupt geritten werden darf, das mache ich in dem nächsten Video. Das heißt, also wirklich dieses tatsächliche Reiten im Gelände und wo darf ich reiten, ist der Punkt, den ich im folgenden Video nächste Woche bearbeiten werde. Da gehen wir dann auch noch mal entsprechend näher drauf ein, welche Voraussetzungen ich denn im Gelände dazu erfüllen muss. Ich halte diese Altersgrenze für sehr niedrig gewählt, so dass natürlich jetzt im Vorfeld die zweite Stationsprüfung vorgestellt wurde. Das heißt, erstmal die reiterlichen Fähigkeiten in der Bahn bzw. in der Halle abzufragen, bevor ich mit den Probanden in das Gelände gehe. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, ich brauche eine gewisse körperliche und geistige Reife, um ein Pferd sicher im Gelände führen zu können, insbesondere im Bereich von Ballungsgebieten, wo ich mehrfach Straßen überqueren muss und wo die Gefahr durch landwirtschaftlichen Verkehr oder Verkehr insgesamt relativ hoch ist. Da muss ich wirklich sagen, halte ich die gewählte Altersgrenze für die Abnahme dieses Abzeichens als zu gering gewertet. Ja? Immer dran denken, mit 14 bin ich erst verkehrsmündig, das heißt, ich darf als Groom mit auf den Kutschbock und dort Hilfestellung leisten und ich darf auch erst dann an einer Führzügeklasse als Führer teilnehmen, wenn ich mindestens 14 Jahre alt bin. Aber im Gelände, als derjenige, der aktiv am Straßenverkehr teilnimmt, mit einem Fluchttier, der darf jünger sein, setze da mal ein großes Fragezeichen hinter. Stelle ich mal hier einfach nur zur Debatte. Halte ich für kritisch, deswegen fand ich das früher gar nicht so schlecht, dass eine schriftliche Prüfung verlangt wurde, weil diese schriftliche Prüfung mit den 20 Fragen, die es zu beantworten galt, inklusive dessen, dass es freie Fragen waren, also offene Fragen, die schriftlich beantwortet werden mussten. Und von 20 gestellten Fragen mussten mindestens 15 richtig beantwortet werden. Das hat eine gewisse Hürde dargestellt an diejenigen jüngeren Aspiranten, die dieses Abzeichen ablegen wollten. Aber das ist jetzt mal nur eine böse kleiner Zwischeneinwurf meinerseits. Hier jetzt nochmal die Inhalte der zweiten Station und der Stationsprüfung. Reiten auf dem Platz in der Halle in Schritt, Trab, Galopp inklusive leichter Sitz und Entlastungssitz. Dabei sollte die Tete mehrfach gewechselt werden und es sollten die Handzeichen auf dem Pferd jeweils von der Tete angezeigt werden. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Teil 2 war, glaube ich, schon mal eine andere Nummer als Teil 1. Das fing ja ganz gemütlich an. Teil 2 hat ja schon so ein bisschen mehr Inhalt. Und an der Stelle wünsche ich euch viel Spaß beim nochmal Nachlesen. Wie gesagt, die giftigen Pflanzen habe ich unten nochmal alle aufgeführt. Auch nochmal die Sachen, die der Reiter als auch das Pferd beherrschen sollte. Und auch nochmal so einen kurzen Exkurs gegeben, worauf es denn in den Stationsprüfungen ankommt. Und dann wünsche ich mir, dass wir uns am Wochenende wiedersehen, wenn es in der regulären Serie meiner Videos weitergeht. Und ansonsten sehen wir uns Mitte nächster Woche wieder. Und da gibt es dann den dritten Teil zum
Gelände reiten, Pferdeführerschein, reiten. Bis dahin, tschüss.